Servus und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und wie man vielleicht sehen kann, steht hier irgendwas Komisches hinter mir. Es ist kein T3, es ist ein T5. Und an den machen wir ein neues Projekt draus. Und ihr könnt dabei sein, was mit ihm passiert. Sagen, auf die Bühne mit und los geht's. Ich mache heute eine Radumrüstung an T5. Jetzt kommen jetzt hier auf den T5 die Offroad-Reifen drauf, die AT-Reifen mit 215/65 R16 anstatt die Original 205/65 R16. Die wollen wir heute montieren und auch eintragen beim TÜV. Also bleibt dabei, es wird spannend, vielleicht ist auch der ein oder andere T5-Fahrer dabei, der für sowas sich auch interessiert. Die sind jetzt draufgeschraubt und jetzt geht es ab zum TÜV. Da habe ich einen Termin für die Eintragung und das ist gleichzeitig auch die Probefahrt, ob alles passt. Also geht's los. Man merkt es deutlich den Unterschied von Fahrgefühl vorher mit den abgefahrenen Transporterreifen und jetzt mit den AT-Reifen. Man merkt sofort, dass das Auto viel weicherer, angenehmer fährt. Man merkt, dass das Auto viel besser über Kieselsteine, Schotter drüber rollt, abrollt und einfach mal mehr das Gefühl, man kann auch ein bisschen mehr abseits der Straße damit fahren. Das ist auch der Sinn der Bereifung. Deswegen habe ich auf dem Modell hier die Reifen drauf gemacht, weil das Auto soll dann später auch mal in Offroad-Einsatz kommen, also auf Schotterpisten sowie auch mal in einer Wiese, ohne dass man sich gleich festfährt. Und dafür sind diese AT-Reifen natürlich die optimale Mischung. Die können auf der Straße fahren, die können auf Schotter, Stein, Geröll fahren, sind dann auch verstärkt stabil, sodass ich bei Schotter nicht gleich einen Platten fährt. Auch die Flanken sind natürlich verstärkt als Schutz für die Felge. Somit ist das eine ideale Mischbereifung für einen normalen Offroad-Bereich oder Allzweckbereich. Ich bin jetzt hier auf dem Weg nach Straubing zum TÜV. Da habe ich einen Termin für die Eintragung. Die Eintragung ist jetzt bei der Reifengröße jetzt kein großes Problem, da der Abholumfang nur um 1,9% größer ist zu den Originalreifen. Natürlich könnte man auch größere Reifen nehmen, breiter oder auch noch mehr, allerdings wird die Eintragung immer schwieriger. Weil desto höher der Abholumfang ist, umso mehr Auflagen kommen. Zum Beispiel muss dann ein Bremsengutachten erstellt werden, dass die Bremsen noch ausreichend sind.
Als nächstes geht es am Thema Abgas. Das ist hier bei den Autos ein LKW, da ist die Abgasgeschichte nicht ganz so tragisch. Beim PKW sieht es wieder anders aus. Sobald ich den Abrollung vom ändere, ab ca. 5% aufwärts, fangen sie an mit Problemen mit der Bremsanlage, Abgasanlage, da hat er Nachweis gemacht. Ein paar Sekunden später. Wir wünschen gute Fahrt. So, die Eintragung ist jetzt reibungslos gelaufen. Die Reifenkurse sind in Papiere eingetragen. Somit gibt es auch keinen Ärger mit der Polizei oder mit der Zulassung. Und jetzt muss noch die Eintragung übernommen werden in die Fahrzeugpapiere. Das macht dann die Zulassungsstelle. Und dann ist alles in Ordnung. Und jetzt bin ich wieder auf dem Heimweg zurück in die Werkstatt. Und dann zeige ich euch, wie die Reifen am Auto ausschauen. Hier haben wir noch ein paar schöne Autos stehen. Ein paar Jeeps und Dodge. Jetzt habe ich euch den Bus mal von außen gezeigt. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Es war jetzt mal komplett was anderes, wie ich sonst ich mache. Weil normalerweise mache ich ja T3-Busse, mache dort Radumrüstungen und Umbauten. Diesmal habe ich mal an einem etwas neueren Fahrzeug sowas gemacht. Es geht auch. Ich habe jetzt hier an den T5 natürlich keine extremen Veränderungen gemacht. Ist auch immer schwierig, bei so modernen Fahrzeugen extreme Veränderungen durchzuführen. Es regnet immer noch. Und deswegen möchte ich von euch mich jetzt schnell hier verabschieden. Wenn es euch gefallen hat, das Video, könnt ihr gerne mal einen Daumen nach oben hinterlassen. Auch mal in die Kommentare reinschreiben, ob ich öfter mal Videos auch über andere Fahrzeuge machen soll. Ob euch sowas interessiert und gefällt. Und ansonsten würde ich sagen, wir sehen uns zum nächsten Video. Und ich verabschiede mich jetzt. Ciao, servus, bis zum nächsten Mal.